Nach all den Jahren, willkommen zurück zu einer neuen, weiteren Folge Little Hope. Freut mich, dass du da draußen die Hoffnung nicht verloren hast. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die hoffnungsvollen Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Die Hoffnung stirbt zuletzt und es geht natürlich auch weiter hier mit Little Hope. Vielleicht heute die letzte große finale Folge. Wir schauen mal, wir werden sehen. Daniel ist vermisst. Selbstlos hat er sich in die Grube geworfen und Daniel, gekämpft. Alles gut? Ist er gestorben? Daniel, wir wissen es nicht. Antworte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer hier noch alle sterben wird. Ich meine, Taylor haben wir verloren. Über Andrew wissen wir gar nicht, wie er sterben könnte. Wir haben keine Ahnung. Andrew hat man nie sterben sehen. Und wir wissen ja, beim Brand hat er überlebt. Also deutet alles darauf hin, dass Andrew wahrscheinlich Daniel? Wieder überleben wird. Wo bist du? Andrew! Hey! Leute! Bin hier oben! Mann, schön euch zu sehen. Immerhin sieht jetzt noch jemand aus wie frisch aus dem Sumpf. Natürlich. Die Show ist noch lange nicht vorbei. Hat jemand von euch Mary gesehen? Noch nicht. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich bringe alle um. Was genau soll das hier sein? Ein altes Auto mit einem vertraut wirkenden Sonnensymbol auf der Motorhaube. Haben wir das schon mal gesehen? Haben wir das schon mal gesehen? Ich weiß es ehrlich nicht. Ah, Moment. Ist das nicht das Auto von dem Freund von Taylor? Also damals in den 70ern, wo sie alle verbrannt sind oder vielmehr sie sich halt wieder mit einem Schal erhangen hat. Ja, das ist das Auto. Matt, ich versuche das zu vergessen. Entlassen. Herr Clark wurde gestern aus der Polizeidienststelle Little Hope entlassen. Ein Strich wurde unter den tragischen Fall des Wohnhausbrandes der Familie Clark gezogen. Schaulustige beobachten, wie Anthony Clark, der einzige Überlebende des Feuers, das Polizeigebäude verlassen durfte. Donnerstagnachmittag. Ein Schaulustiger zur Situation. Der arme Kerl. Wahrscheinlich macht er gerade die Hölle durch. Der Herald fordert Herrn Clark zu einem Kommentar auf, aber... gab Clark die Schuld am Feuer, welcher eine Schachtel Streichhölzer in der Hand hielt. Als er am Schauplatz gefunden wurde, beim Verlassen der Polizeidienststelle Little Hope, konnte man hören, wie Passanten Clark zuriefen, er solle in der Hölle brennen. Ja, und dieser Herr Clark hier, Andrew, das ist eben... Anthony, sorry. So viele Namen. Anthony, das ist eben jetzt unser Boy. Der halt, wie gesagt, überlebt hat, aber die Schuld mit sich rumträgt. Anthony, Andrew, der Einzige, der bis jetzt noch nicht gestorben ist. Und John, wir wissen noch nicht, wie John gestorben ist. Wahrscheinlich durch Zerquetschung. Schauen wir mal. Was ist das? Was auch passiert, wachsam bleiben. Moment, ist das das Haus, das wieder gebrannt ist? Wow! Oh nein! Jetzt sehen wir wahrscheinlich Johns Tod. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch! Doch wagt! Ist nicht meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Oh Joseph, mein Gott, das ist so übel, so zu sterben. Und all seinen Werken. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist,
Die Satansbrut! Mary! Wir müssen das stoppen! Ja, wir helfen ihm. Scheiß drauf. Komm! Kommt schon! Kommt schon! Hilf mir! Seht! Nun besteht kein Zweifel mehr. Dies ist Hexerei! Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm! Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab! Warum glauben immer alle an den Teufel? Es könnte ja auch Gott sein, der den Mann rettet, oder nicht? Oh Gott, so zu sterben ist echt übel. Das ist echt übel. Mies. Richtig, richtig mies. Es ist aus. Wir entkommen diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit für was? John, was machst du da? Vor diesem Biest laufe ich nicht mehr weg. Du weißt, was Taylor passiert ist. Mir soll das nicht passieren. Bist du verrückt? Wir müssen weg! Ich kämpfe. John, beeil dich! Komm schon, zeigen wir Eier. Scheiß auf diese Mistviecher. Komm her, du Biest, trau dich! Ah, genau so, John. Bam. Wenn wir schon sterben, dann können wir die alle noch mitnehmen. Angela! Wir sterben wie Helden. Wie sie geschrien hat. Wie so ein Sumpfwesen. Der alte Murloc hier. Gut gemacht, Angela. Was ist das hier? Hat jetzt auf einmal irgendwie Lungenkrebs oder warum hustet er sich in die Hand? Taxi. Helfen, 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 helfen! Zusammen sind wir stark! Wir müssen die einfach vernichten! Scheiß auf wegrennen! Ich denke in Horrorfilmen immer eh, warum geht die Gruppe nicht in den Angriff? Alle prügeln auf den Mörder ein. Los, hier rein! Nein, 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 nein! Komm schon, nein! Gibt es doch nicht. Los, hier rein! Wir leben alle noch. Wir müssen weg. Los jetzt. John. Das Ding hat nur auf mich abgesehen. Weg hier jetzt. Du bist nicht der Held. Halt es auf. Das musst du nicht tun. Lauf weg, bitte. So bin ich auch entkommen. Das ist dämlich. Du musst da weg. Ist das weg? Ich sehe es nicht mehr.
Wo verdammt sind wir jetzt? Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Ja und? Das kennen wir doch schon. Okay, das Haus. Das Haus der Familie Clark. Was zur Hölle? Okay. Moment, hä? Plötzlich The Decents? What? Okay, wir haben anscheinend alle gefunden. Nein, eins fehlt. Okay, hat das überhaupt... Hä? Wie passt das hier rein? Verstehe ich nicht. Wer soll das sein? Wer soll das sein? Oh nein, Little Mary. Oh no, 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 Little Mary, please don't kill me. Da ist wieder die Postkarte. John? Okay, Anthony hat damals hier überlebt. Die moderne Anleitung für erfolgreiche Eltern. Dr. Andreas Vogel. Oder Vogel, wie die Amis sagen. Vogelman. Hey, den Namen Vogel liest man echt häufig in letzter Zeit. Mr. Vogelbaum. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Eltern, die mit ihren eigenen Kinderstube unzufrieden waren, können überkompensieren. Sie möchten vielleicht nicht, dass sich ihre Gefühle für ihre Eltern in ihren Kindern widerspiegeln. Solche Eltern sehen sich danach, mit ihrem Nachwuchs Freundschaft zu schließen. Deshalb akzeptieren sie Theorien, die besagen, Liebe sei die Lösung für Konflikte. Das lässt sie glauben, dass Wut oder Bestrafungen fehl am Platz sind, wenn sich ihre Kinder daneben benehmen und sie stattdessen sogar noch mehr Liebe zur Schau stellen sollten. Ups. Warte, böse Kinder. Nein. Wie kann ich umblättern? Ich will doch wissen, wie man Kinder erzieht. Ein Kind auf diese Weise zu verwöhnen, hat jedoch böse Konsequenzen. Kinder werden fordernd und unliebsam. Die Eltern unterdrücken ihre Wut auf das Benehmen des Kindes. Ihr Frust brodelt jedoch in ihnen, bis sie überkochen und die Kinder verängstigen und verwirren. Die Eltern fühlen sich schuldig und wissen keinen Rat mehr, was das schlechte Benehmen nur noch mehr unterstützt. Das Problem liegt bei den Eltern. Die versuchen immer noch geduldig zu sein, wenn der Geduldsfaden bereits zum Zerreißen gespannt ist und das Kind auf den richtigen Pfad geführt werden muss. Sie sind unentschlossen oder nicht entschieden genug, wenn Härte gefordert wird. Wenn es von niemandem angeleitet wird, wird das Kind sein Benehmen weiter verschlimmern, bis die Provokationen so schlimm sind, dass die Eltern explodieren. Ein Ausbruch stellt den Frieden vorübergehend wieder her, aber auch das danach ist gefährlich. Eltern, die sich schuldig fühlen, weil sie sich nicht im Griff hatten, vergessen ihrem Kind Zeit zu geben, um die Strafe zu ertragen. Stattdessen versuchen sie, die Korrektur rückgängig zu machen, indem sie die Strafe mildern. Disziplin erfordert Konsequenz. Beide Elternteile dürfen angesichts eines rebellischen Kindes nicht zurückweichen und die Strafe muss durchgezogen werden. Sollte die Entschlossenheit eines Elternteils schwinden, sei es aus Faulheit oder Schuldgefühle, öffnet dies eine Schwachstelle, die von einem schlimmen Kind ausgenutzt werden kann. Grenzen setzen. Oh Gott, es geht ja ewig. Eltern müssen Grenzen setzen und Kinder bevorzugen. Strenge Eltern sogar in der Tat, sofern diese auch gerecht sind. Das ist eine wichtige Übung, um mit anderen Personen auszukommen. Ohne sie glaubt das Kind, dass die Welt seinen Wünschen und seinen Wutanfällen entgegenkommt. Kinder, die auf diese Weise verwöhnt wurden, sind häufig schockiert von der echten Welt und können in einer Umgebung, die ihre Launen nicht toleriert, nicht klarkommen. Sie sind unbeliebt und lernen auf die harte Tour, wie man sich im Umgang mit anderen benimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh nein, die andere Seite, die wollten wir doch alle wissen. Mein Kinderziehen ist super, mega wichtig. Ich muss es lesen. Ich will wissen, wie mein Kind erzieht. Vielleicht kann ich es auch gar nicht lesen, weil da unten ein Rattenwesen kommt. Rattenkettenmama. Holy snap. Bitte hau mir die Finger nicht weg.
Ja, aber das stimmt. Also, leider ist es so. Leider muss man konsequent durchgreifen. Und wenn man dann eine Strafe gemacht hat, die natürlich wirklich im Verhältnis ist, ja. Also, man muss sein Kind nicht prügeln und foltern und quälen, wie einige Menschen es machen. Warum kann ich jetzt nicht mehr umblättern? Ah, jetzt geht's. Aber man sollte trotzdem Grenzen setzen. Eltern müssen aktiv Grenzen setzen. Ein störrisches Kind kann zur Folgsamkeit gezwungen werden. Sei es, indem man ihm das Zeichnen verbietet oder es dazu zwingt, den Fernseher abzuschalten. Ja, solche Sachen finde ich absolut gerechtfertigt. Auch wenn jetzt schon wieder einige sagen, was? Nein, ein Kind darf keine Grenzen haben. Wir leben in einer Welt ohne Grenzen. Das ist Diktatur. Ausgeglichene Eltern sind in der Lage, ihren Kindern die Stirn zu bieten und dennoch eine freundschaftliche Beziehung beizubehalten. Zeigen sie Stärke, wenn sie angeschrien werden oder das Kind sich weigert zu gehorchen. Mit der Zeit wird es die Grenzen des akzeptablen Benehmens lernen. Schlechtes Benehmen. Ein Kind auf dem Weg ins Erwachsenenalter wird sich fast zwangsläufig schlechte Gewohnheiten aneignen. Verwendet unflätige Worte, lässt die Schnürsenkel offen und erscheint verspätet mit schmutzigen Händen zum Abendessen. Vieles kann passieren. Es sieht andere Verhaltensmuster bei anderen Kindern seines Alters, nimmt diese an und will seine Unabhängigkeit behaupten. Ihm macht dieses Benehmen nichts aus. Eltern glauben, das Kind hat alles vergessen, das sie ihm beigebracht haben. Das stimmt aber nicht. Es kennt den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Benehmen, sonst würde es nicht dagegen rebellieren. Eltern sollten wissen, dass dies ein ganz normales Zeichen des Erwachsenwerdens ist. Wut ist bei Kindern gang und gäbe. Eltern sollten dies zur Kenntnis nehmen, ohne schlechtes Benehmen zu entschuldigen. Ein Kind muss den Unterschied zwischen ablehnenden Gefühlen und ablehnenden Handlungen kennen. Die Basis ausgeglichener Verhaltens ist die Fähigkeit, Gefühle zu erkennen und zu entscheiden, wie man auf sie reagiert. Manche Jungen zeigen ihr rebellisches Wesen vielleicht nicht offen, während Mädchen seltener schlechtes Benehmen an den Tag legen als Jungen. Aufmerksame Eltern können eine Veränderung der Gesinnung feststellen. Sie können bla. Gut, jetzt aber wirklich durch. Ja, stimmt. Ich meine, Kindererziehung ist vielleicht kein Hund erziehen. Ja, ich habe kein Kind erzogen. Aber eins weiß ich garantiert. Es muss Regeln geben. Auch wenn wir heute immer wieder in unseren Kopf reingeprügelt bekommen. Nee, Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. Das müsst ihr euch anschauen. Aber das ist Bullshit. Gerechte Regeln muss es geben. Angel und ich verheiratet? Das macht immer weniger Sinn. Ich lese einfach zu wenig laut in meiner Freizeit. Früher, als ich noch zur Schule gegangen bin und Abituren so gemacht habe, war ich richtig gut im Lesen. Aber jetzt, im Kopf kann ich natürlich alles perfekt fließen. Aber man liest einfach zu wenig laut. Ich muss mir aneignen, mal wieder irgendwie Geschichten vorzulesen. Ja, rauszugehen und fremden Menschen mal wieder eine schöne Geschichte vorlesen. Das wäre doch mal ein tolles Projekt. Auch wieder ein bisschen mehr Betonung reinbringen. Bisschen mehr Emotion und mich dann da hinsetzen und sagen, heute lese ich euch eine Geschichte mit meiner butterweichen Stimme vor. Kommt, Kinder, versammelt euch am Feuer und lauscht Onkel Kies seinen wunderbaren Geschichten. Ih, der war ganz verbeult und verknickt. Alright, was haben wir hier schon wieder? Jede Menge Schmutz. Geht's am Ende wirklich um sowas Banales, aber dennoch Wichtiges natürlich. Mary wollte einfach nur Liebe. Wollte liebevolle Strenge. Badabum. Nimm mal hier den Schlüssel, Boy. Können wir den nicht nehmen? Hier hängt ein Schlüssel drin, wir können ihn... Ne, wir können ihn nicht nehmen. Okay, der sah so wichtig aus. Aber eins weiß ich, wenn ich Kinder hätte, ich würde mir nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Meine Schwester hat zwei Kinder. Und der eine ist so verwöhnt und verzogen. Das gäbe es bei mir nicht.
Okay, schon wieder hier, Mr. Carson. Liebe Anne, vielen Dank für deinen Brief über Megan. Ich verstehe deine Besorgnis und versichere dir, dass das rebellische Benehmen deiner Tochter nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe Eltern mit ähnlichen Problemen geholfen und würde mich freuen, bei Megans moralischer Führung zu helfen. Im Brief an die Hebräer steht, dass jede Züchtung zwar für den Augenblick nicht Freude, sondern Schmerz zu bringen scheint, später aber schenke sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit. Bitte such mich nach dem Gottesdienst am Sonntag auf, damit wir einen Termin für eine persönliche Unterweisung vereinbaren können. Reverend Carson. Ha. Schon wieder Mr. Carson, ne? Okay, hier ist nichts, außer irgendwelche Lichtspielereien. Und jetzt kommt wahrscheinlich hier wieder so ein Freak. Billy! Billy! Ich will dein Blut! Alright. So. Hier unten ist ein Vieh rumgekraxelt. Weil das ist heute oft so. Zum Beispiel ich hatte bei meinen Eltern sehr, sehr strenge Regeln. Und wenn ich das den Leuten heute erzähle, sind die immer schockiert. Ich hör's. Ist sicher die Kleine. Suchen wir sie. Aber es hat mich stark gemacht. In vielerlei Hinsicht. Heute sind sehr viele Menschen hart verweichlicht. Wenn ich heute ab und zu Leute höre, die 10 Jahre jünger sind als ich, denke ich mir nur so, what? Oh mein Gott. Da ist sie. Bleib hier. Was hast du gefunden, Junge? Editor, passt du wohl auf die Platte auf? Andrew, was machst du? Oh! Schubmann! Nein, halt. Schützt ihr mich? Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Fall nicht darauf rein, wenn sie einen auf kleines Mädchen macht. Sie mag nur ein Kind sein, will uns aber nichts Gutes. Sie ist bösartig. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, ersucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Okay, Ach Gott, ich mach besorgt. Es liegt doch auf der Hand, dass hier was faul ist. Etwas Böses lauert hier. Zweifellos herrscht das Böse in Little Hope. Dunkelheit vergiftet unsere Herzen. Alle, die heute hier versammelt sind, wissen wohl, dass der Teufel in unserer Mitte weilt. Aber nicht das Mädchen, ich glaube nicht, dass das Mädchen ist. Das Gericht besteht darin, dem Bösen Einhalt zu gebieten. Uns läuft die Zeit davon. Hör auf das, was er sagt. Mary ist die Schuldige hier. Wie soll ich entscheiden? Nein, ist sie nicht.
irre ich mich. So stirbt ein unschuldiger Mensch. Ihr könntet die verdammte Puppe loswerden. Mehr fällt mir auch nicht ein. Zerstört sie und die Puppe muss vernichtet werden. Vielleicht sind wir dann frei. Sie ist der Grund für Marys Gebaren. Sie hält sie fest im Griff. Zerstört die Puppe. Und der Teufel wird von ihr lassen. Sie wird wie neu sein. Ein unschuldiges Kind. Reverend, verbrennt die Puppe. Zerstört sie. Handeln wir nicht zu schnell. Das Mädchen muss für ihre Fehltaten büßen. Stellt meine Autorität nicht in Frage. Gehorcht mir! Du hast dein Bestes getan. Was immer jetzt kommt, ist nicht deine Schuld. Was kommt jetzt? Brennen jetzt alle nieder? What? Ist es echt vorbei? Das war ein Fehler. Das mit Mary war falsch. Es war richtig so. Du konntest nicht ahnen, was da passieren wird. Lass uns verschwinden. Moment, war Mary jetzt wirklich böse? Ernsthaft jetzt, ich... Was ist? Alles gut? Die Kleine wird uns nie wieder quälen. Es ist vorbei. Wirklich jetzt? Und wer war der Busfahrer? Wer war der Busfahrer? War der Busfahrer der Scharfsrichter? Hey! Tut mir leid. War ja nicht deine Schuld. Wir haben beide in den letzten Jahren viel durchgemacht. Etwa eine Meile von hier gibt's einen Diner mit einem Telefon. Du rufst Hilfe, verlässt diesen Ort und kommst nie mehr zurück. Hier gibt's nichts mehr für dich. Tut mir leid, was ihr heute wegen mir durchgemacht habt. Wir haben schlimme Stunden hinter uns. Und du besonders. Das wird mich ewig verfolgen. Du bist nicht allein. Mach dich nicht so fertig. Es war für uns alles schlimm. Das weißt du doch. Endlich kommen wir von hier weg. Ach, das bin ich. Wären wir nur alle hier. Okay, Moment. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ach, da saß niemand. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören.
Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Wir wüssten jede Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Da gibt's nichts zu helfen. Was zur Hölle ist da drin los? Hau ab, verdammt! Vorher will ich dir ins Gesicht sehen. Jetzt lass mich rein! Hey! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Alter, das ist ein krasses Ende. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, das wäre, ja, eine übernatürliche Geschichte, aber es geht eigentlich nur um einen schwerkranken Mann, der ein Trauma nicht verarbeitet hat. Der arme Junge. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. Erstaunlich. Fast alle überlebt. Fast. Und sie fanden ihn. Am Ende. Den Busfahrer. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Auf Wiedersehen. Vielleicht im Südpazifik oder der Wüste Arabiens oder ganz woanders. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Moment, es gibt nur noch einen weiteren Teil. Ich dachte, es gäbe mindestens vier. Huh. Eigentlich voll das traurige Ende. You believe in God? Absolutely not. We'll start believing. We are under attack by, I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes. Where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. So, das war's. Ja, war eigentlich ein cooles Spiel. Das Ende war wirklich sehr überraschend. Keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Ende war. Vielleicht ein neutrales Ende. Ich wette, es gibt ein besseres, wenn alle überleben. Ich wette, es gibt aber auch ein schlechteres. Also, ja. Keine Ahnung. Müsste man wahrscheinlich zwei, dreimal durchspielen, um wirklich alles zu erfahren. An sich fand ich es aber sehr cool. Hat Spaß gemacht, das Spiel durchzuspielen. Und ich freue mich auch auf den nächsten Teil. Ich hoffe, die machen vier Teile, denn soweit ich weiß, waren ursprünglich mal vier Spiele geplant. Na gut. Sonst wäre es ja auch nur eine Trilogie. Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.